So, super, alles klar, Benedikt. Genau, wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten nach dem Rennen oder 15 Minuten. Wie fühlst du dich denn jetzt? Fertig. Das beschreibt es ziemlich genau. Ich hätte nicht gedacht, dass es am Anfang so schnell losgeht. Ich habe eher ein normales Straßenrennen quasi erwartet, das dann an Berggas gegeben wird und sonst ein bisschen rumgerollt. Dem war leider dann nicht so. Es war anstrengend, einfach nur anstrengend. Du bist in der ersten Gruppe angekommen, in den Top 20. Ich weiß gar Ja. nicht, deine genaue Platzierung. Kennst du die? 13. glaube ich. 13. Okay. Bist du denn damit zufrieden grundsätzlich? Grundsätzlich ja. Ich wusste Okay. aber überhaupt nicht, was ich da eigentlich erwarten kann. Okay. Lass uns nochmal das Rennen so ein bisschen durchgehen. Mathieu van der Poel ist ja ziemlich schnell irgendwie rausgefallen aus der ersten Gruppe. Es war ja so der absolute Superstar in diesem Rennen. Hat dich das überrascht, dass der nach hinten durchgereicht wurde dann irgendwie? Ich denke eher, dass er in seinem Training was anderes vorhatte heute als ein Rennen zu fahren. Okay. Und ansonsten hätte er, glaube ich, wenig Probleme gehabt, in der Gruppe mitzufahren. Okay. Ja, wie genau, das war ziemlich am Anfang noch, dass er dann irgendwie nach hinten gefallen ist. Wie ist das Rennen denn dann aus deiner Sicht weitergegangen? Du hast dich ja ziemlich früh vorne gezeigt, ne? Es gibt diesen Anstieg, 23rd Street, so mit Cobblestones und so, da warst du dann prompt vorne. Und was war denn da zu dem Zeitpunkt deine Rennstrategie, falls du eine hattest? Die war ziemlich einfach gestrickt. Ich habe gehofft, dass sich dann einige, sagen wir mal, fünf, sechs Leute die gleiche Motivation fassen und an dem Anstieg dann wegfahren wollen, dass dann eine kleine Gruppe entsteht. Die Gruppe war dann aber 25, 30 Leute groß und dann musste ich auch feststellen, dass die anderen anscheinend doch über 1,5 Minuten ordentlich drücken können. Und ja. Du Damit bist. war dann eher Überlebensmodus ab da angesagt. Okay. Du hast da echt krasse Wattwerte getreten. Gerade bei dieser ersten Attacke mit 8, 9 Watt pro Kilogramm. Hast du dich dann auch irgendwie gut gefühlt zu dem Zeitpunkt, oder? Zu dem Zeitpunkt ja, ab dann war es wirklich sehr unangenehm und man hat es auch im Puls gesehen, der ist nie unter 180 ab da gegangen. Und es war eigentlich in jedem Anstieg weit, weit über V2 Max. Aber interessanterweise, also gerade nach dieser Attacke dachte ich, okay, jetzt wird der Benedikt sich erstmal ein bisschen weiter nach hinten zurückfallen lassen. War nicht der Fall. So in der Nachführarbeit bist du auch immer wieder vorne aufgetaucht, als sich dann später die Vierergruppe gebildet hat. Ja. Schon noch Kapazitäten offenbar da, ne? Ja, weil dann mal das Tempo ein bisschen rausging, dann habe ich gedacht, okay, wenn dann ein paar mitmachen, dass man wieder nach vorne rollt. War dann leider nicht so. Und ja, ich habe auch ehrlich gesagt irgendwann Angst gehabt, wenn man zu weit hinten in der Gruppe fährt, dass sich irgendwann nochmal die Gruppe teilt. Okay. Die hat sich ja dann geteilt. Es hat vier Ausreißer hat es gegeben. Aus der Gruppe ist dann der spätere Sieger dann auch hat sich gebildet an der Stelle. Das war sicherlich die entscheidende Rennsituation. Hast du das schon so eingeschätzt während des Rennens, dass es jetzt irgendwie ernst wird, als die vier losgefahren sind? Ich habe eher gedacht, dass nochmal in der Abfahrt ein größeres Feld zusammenrollt oder dass wir wieder nach vorne rollen. Aber als wir dann mit 15, 20 Sekunden Rückstand in den Anstieg auf der letzten Runde sind, habe ich eigentlich schon gewusst, dass der Sieg nicht mehr drin ist. Kanntest du die Leute, die da vorne mitgefahren sind? Sanders, ja, doch, Okay. der war dann schon ein Name, den man kannte und da wussten wir auch, okay, der hat jetzt gute Chancen, das durchzufahren. Ja. Genau, der hatte zwischenzeitlich dann, ich weiß nicht, 20 Sekunden Vorsprung oder so, als er sich dann aus der Vierergruppe dann auch nochmal herausgelöst hat. Und trotzdem wurde es ja am Ende dann nochmal eng, ne? Der hat letztlich unter 2 Sekunden nur Vorsprung gehabt. Ja, ist anscheinend doch ein relativ spannendes Rennformat, muss ich sagen. Also ich habe das davor immer ein bisschen so als Nebenschauplatz begutachtet und gedacht, ja, da wird so viel beschissen mit Leistungsmesser und Gewicht, Doping quasi. Aber wenn man sich damit beschäftigt und da auch ein bisschen vernünftige Leute dabei sind, die ehrlich sind, ist es, glaube ich, wirklich ein gerade in der jetzigen Zeit eine interessante Alternative. Ja. Na klar, ja. Ja, ist ja auch ein schönes Format gewesen, jetzt gerade wenn im Moment keine Rennen draußen stattfinden, die dann in dem Format dann stattfinden zu lassen.
nehme an, dass ihr während des Rennens nicht untereinander irgendwie Kontakt hattet. Also ein paar waren ja mit Teamfunk quasi verbunden, mit Kopfhörer. Hattest du auch sowas an? Oder? Nee, ich war... Weil du ja alleine unterwegs warst. Beschäftigt, muss ich sagen. Na klar, deshalb ist es natürlich auch schwierig, sich das dann einzuteilen. Ja, trotzdem, auch wenn sich dann diese Vierergruppe gebildet hat, du bist dann noch stramm weitergefahren, hast dich vorne auch häufiger gezeigt, aber dir war dann schon klar, wahrscheinlich ganz nach vorne wird es dann nicht mehr reichen. Nee, das war dann ziemlich, also mir jedenfalls ziemlich klar. Ja, okay. Und die Beine so ganz am Ende, wie haben die sich angefühlt? Tot. Okay. Also ich wollte dann letzten 100, 200 Meter nochmal aufstehen, aber ich bin kaum mehr aus dem Sattel rausgekommen. Okay. Also war wirklich hart. Womit ist das am ehesten zu vergleichen, so ein Rennen? Crossrennen, oder? Nee, das ist schwer. Es ist eher ein Rundstreckenrennen mit einer kleinen Gruppe. Hm. Also eine 5-6-Mann-Gruppe im Rundstreckenrennen, das kommt eher hin. Mit zwei, drei Wellen in der Runde. Okay. Hat also, es denn, ja? Also Kriterium ist komplett anders. Hm. Hat es dir denn so viel Spaß gemacht, dass du jetzt nochmal an einem Rennen teilnehmen möchtest? Also, ja, denk schon. Gerade in der jetzigen Zeit, wo man sich irgendwie fürs Training doch motivieren muss. Rennen sind jetzt nicht normal, wäre ich heute in Düren am Start. Sucht man sich dann schon andere Motivation. Und ich meine, wenn es gerade ins Training passt, das Wetter vielleicht nicht so schön ist wie heute, dann ist so ein Swift-Rennen sicherlich eine schöne Alternative. Alles klar. Gut, Benedikt, ich danke dir schon mal soweit für das Interview.